Der zweite Teil des fünften Champions League Spieltags, unter anderem mit Borussia Dortmund beim FC Barcelona. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5 € Freiwette für dich. Melde dich über den Link. Jo, und los geht's aber erstmal mit einem anderen Spiel. Zenit St. Petersburg gegen Olympique Lyon. Und ja, da sehen wir die Chancen relativ ausgeglichen, obwohl Lyon in der Tabelle wesentlich besser dasteht und auch einen besseren Eindruck macht. Im Hinspiel hat Lyon Zenit 80 Minuten extrem an die Wand gespielt, aber irgendwie haben sie keinen Bock gehabt, Tore zu schießen. Bis zum Strafraum war es schön, dann ging es nicht mehr weiter und das war dann der Grund, warum sie nicht gewonnen haben, das Hinspiel gegen Zenit. Jetzt in Russland wird es wahrscheinlich nicht einfacher. Nichtsdestotrotz denke ich, dass die Quote auf Lyon zu attraktiv ist, um nicht hier zumindest zu schauen, ob ein Asian Handicap in Frage kommt. Auf die Auswärtsmannschaft, die ja hier mit Asian Handicap plus 0,25 würde heißen, man gewinnt die Hälfte, wenn es unentschieden ausgeht. Bei einer Quote von 1,87 können wir das eintüten. Hundertprozentig. Ich sehe nämlich Leipzig und Lyon in der nächsten Runde. Ja, und dazu muss Lyon zumindest hier einen Punkt aus Moskau entführen. St. Petersburg, weil hier gerade oben Moskau war. Moskau oder St. Petersburg, Hauptsache die Ukraine. Und jetzt geht's weiter mit Valencia gegen Chelsea. Genau. Und hier haben wir das Hinspiel auch ein bisschen verkehrte Welt gehabt. Chelsea eigentlich viel besser. Valencia schießt aus heiterem Himmel sehr spät das 1-0. Dann kriegt Chelsea noch einen Elfmeter und so ein junger Typ meint, ey, ich mach das, obwohl ihn sein Mannschaftskollege quatschen will, komm, lass mich schießen und so. Nein, nein, ich schieße drüber oder dann an die Latte oder irgendwo hin. Und naja, Frank Lampard was not amused. Und von daher, Valencia hat in Chelsea 1-0 gewonnen, in London, und sie werden zu Hause den Teufel tun und hier denen ins offene Messer laufen. Sie wollen ja natürlich hier in dieser ultra spannenden Gruppe vielleicht sogar noch Gruppensieger werden. Können sie, wenn sie dieses Spiel gewinnen zum Beispiel, vielleicht noch schaffen. Von daher gehe ich hier auf Valencia, eine Heimmannschaft mit einer Dreierquote in Spanien gegen eine nicht allzu überragende Gastmannschaft. Also gefällt mir eigentlich dann die Wette, auch wenn ich jetzt kein super Fan von Valencia bin. Und hier auch plus 0,25, 1,96. Das nehme ich mit. Ich merke schon, seit dem letzten Spieltag von gestern findest du Gefallen an 0,25. Vielleicht ist das unsere neue beste Idee. Gefällt mir bei dem Spiel auch wirklich sehr gut. Und jetzt lass uns gleich zum nächsten Spiel gehen, auch in der Gruppe. Lille gegen Ajax Amsterdam. Und alle guten Dinge sind wie viel bei Ajax? 4. Oder wie Jorge irgendwie sagen würde, 4. Und warum? Genau. Wir sehen es gleich. Ja, dann zeig doch mal warum. Denn die letzten Spiele von Ajax, da haben die Jungs immer 4 Tore geschossen. Gegen Feyenoord 4-0, gegen Zwolle 4 irgendwas, gegen Chelsea 4-4, gegen Utrecht 4-0 und gegen Heracles 4-1. Und jetzt fahren sie nach Lille und wir haben gerade gesehen, wie unglaublich ausgeglichen die Gruppe ist. 3 Teams, 7 Punkte, die können auch alle weiterkommen, alle Gruppensieger werden. Lille ist draußen und Ajax muss auf Sieg spielen. Unentschieden oder Niederlage spielt eigentlich keine Rolle. Deshalb werden wir auch hier die 1,94 auf den Sieg mitnehmen, denn wenn Ajax das nicht gewinnt, dann ist es eh eine Niederlage, auch für unsere Wette. Ja, und dann haben wir nicht verdient, die Wette zu gewinnen und Ajax hat es nicht verdient, hier vielleicht ins Achtelfinale zu kommen. Dieses Spiel müssen sie einfach gewinnen. Und ja, die Quote ist sehr, sehr hoch und von daher gut. Leipzig gegen Benfica, da können wir es eigentlich kurz machen. Die Quote ist sehr niedrig, unattraktiv. Leipzig ist zurzeit saustark, aber eine Wette lohnt sich hier nicht. Wir gehen weiter zu. Aber dass Leipzig gewinnt, das müssen wir auch dazu sagen, damit der Deutsche Vertreter weiterkommt. Im nächsten Spiel hast du vielleicht was. Prag gegen Mailand. Prag, 2 geile Spiele gegen Barcelona. Wie wird's gegen Mailand?
Ja, und deswegen ist die Quote hier relativ niedrig, muss man fast sagen, auf Slavia. Jetzt kann man sagen, macht man den gleichen Fehler wie gegen Barcelona. Aber seien wir uns ehrlich, dass Barcelona da nicht es schafft zu gewinnen, das passiert auch nur einmal in 10 oder 20 Jahren. Und Inter Mailand ist jetzt nicht Barcelona, ist aber eine ähnlich starke Mannschaft oder zumindest stärker als jetzt die 2-4er-Quote sagen dürfte. Und wir können da einfach auch nochmal dann einen Blick auf die Tabelle werfen. Inter nämlich mit 4 Punkten hier auf Platz 3. Aber wir wissen ja auch, dass Dortmund in Barcelona spielt. Und da muss man ja auch kein Prophet sein, um zu sagen, dass die Dortmunder, so wie sie derzeit sich präsentieren, auch in Barcelona nicht unbedingt einen Sieg fest einplanen können. Deswegen Inter unbedingt zum Siegen verdammt. Und diese Quote für Inter, fair enough, kann man gut mitnehmen. Und macht man in meinen Augen einfach auch nichts falsch, wenn man hier drauf setzt. Ich möchte das auch noch unterlegen. Es spricht super viel für Inter, weil Prag, die können ja auch noch weiterkommen, zumindest in die Euroleague. Das heißt, die müssen eigentlich auch einen Dreier irgendwann mal versuchen zu holen. Also sprich, wenn es lange unentschieden steht, müssen sie versuchen, das Tor zu schießen. Und dann mit der Kontergefährlichkeit ist Inter genau das Team, das es ausnutzen kann. Und dann, glaube ich, am Ende noch gewinnt. Also für Dortmund wäre schade, aber ich glaube, das ist das Realistischste. Und für diese Quote ist das eine Pflichtwette. Barcelona gegen genau diese Dortmunder ist unser nächstes Spiel. Und da ist doch die große Frage, Radek, ist es von Lucien Favre das Endspiel und woher kommt diese Quote auf den FC Barcelona? Ja, ich würde jetzt grundsätzlich mal sagen, der FC Barcelona ist kein schlechtes Team. Die haben ein paar ganz bekannte, gute Spieler. Von daher ist diese Quote deswegen wahrscheinlich bei 1,6 so. Aber natürlich war deine Intention eher, warum ist die so hoch, 1,6 gegen Dortmund? Also das ist ja schon fast ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Also da muss man schon ein glühender Optimist sein und Dortmund-Fanatiker jetzt zu sagen, jetzt wird alles anders. In Barcelona zeigt die Mannschaft, die in München 4-0 verloren hat und in Paderborn mit Ache und Krach eine Niederlage gegen den Tabellenletzten verhindert hat, zeigt jetzt ein komplett anderes Gesicht. Wird sie wahrscheinlich sogar, ja, da muss man auch kein Hellseher sein, aber andererseits ist die Qualität einfach im Moment oder die Chemie in der Mannschaft nicht so optimal, dass man hier hingeht und in Barcelona unbedingt dann Punkte holt. Und deswegen brauchen wir hier auch gar nicht die Tabelle oder irgendwas anschauen. Barcelona 1-6, wann kriegt man sowas schon mal? Und vor allem, ja, das ist eigentlich eine Wette gegen Dortmund einfach. Ja, und da ist die Quote echt gut für. Haben wir noch weitere Spiele? Und zwar Salzburg gegen Genk. Ich merke das schon, mit Asian Handicap 0 spielen wir heute gar nicht. Das wird auch hier bei dem Spiel nicht der Fall sein. Denn Salzburg hat sich bisher in seiner ersten Champions League-Saison seit gefühlt Ewigkeiten wirklich genial verkauft. Geil in Liverpool mitgehalten. Gegen Neapel daheim Pech gehabt, auswärts dann den Punkt geholt. Genk mit einem Tennisergebnis 6-2 daheim abgeschossen und mit einem super Juwelenstürmer da vorne, den Norweger Haaland, oder Haaland, keine Ahnung, sag du mir das, wie ich das ausspreche, werden die doch auch Genk jetzt auswärts nochmal abschießen, zumindest gewinnen. Und vielleicht kommt sogar noch weiter in der Champions League. Das hängt natürlich auch viel davon ab, was Liverpool und Neapel machen. Aber ich würde sagen, wir loggen hier den Sieg auf Salzburg ein. Das ist definitiv keine schlechte Idee bei dieser Quote. Und dann freuen wir uns für unsere Nachbarländer. Wie sagt man? Die Bürger unseres Nachbarlandes, wenn sie denn hier einen Sieg einfahren können gegen Genk. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Und das letzte Spiel, Liverpool gegen Neapel. Die Quoten sind jetzt schon auf den ersten Blick nicht interessant genug. Neapel hat in den letzten Spielen gar nichts mehr zerrissen, auch in der Liga nicht mehr gewonnen. 5 sieglose Spiele in Folge, Liverpool 5 Siege in Folge. Die wollen natürlich auch weiterkommen, die sind der Favorit. Die Quote ist aber dazu zu schwach, denn das Hinspiel hat auch Neapel gewonnen. Die wissen selber, dass sie jetzt hier nicht verlieren dürfen. Wir sehen aber auch ein Asian Handicap auf Neapel, zum Beispiel +1 oder so. Das wäre
oder 1,5. Das wäre reines Gambling aufgrund der Form. Deshalb hier keine Wette. Genau, dann schauen wir uns nochmal diese Tipps für heute an, die wir auf dem Zettel haben. Vielleicht weiter unten. Genau, hier geht's los. Das sind noch die vom Vortag, oder? Ja, aber wir starten tatsächlich mit St. Petersburg gegen Olympique Lyon. Da sagen wir Asian Handicap plus 0,25 auf Lyon. Und Barcelona gewinnt zu Hause gegen Dortmund wahrscheinlich so 3-0 oder 3-1. Deswegen hier diese 1,6er-Quote. Dankeschön. Game, Set and Match auf Salzburg. Den ersten Satz 6-2 gewonnen, den zweiten irgendwie auf jeden Fall mit einem Sieg. Mhm, die Quote für Inter Mailand ist einfach zu attraktiv in Prag, um nicht drauf zu setzen. Deswegen 2,4er-Quote Inter Mailand bei diesem Spiel. Und zuletzt hoffen wir darauf, dass der Vier-Tore-Trend von Amsterdam weitergeht und dabei einen Sieg in Lille herausspringt. Ja, müssen auch gar nicht 4 Tore sein. Wenn es ein 1-0 wird, ist das ja auch gewonnen. Also dann bis zum nächsten Mal. Dann gibt es wieder Bundesliga, soweit ich das jetzt auf dem Zettel habe. Ja, bis dann. Ciao, Ben. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5-Euro-Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LV.